glaube, ihr seid schon sehr ansprechbar. Das ist immer die Erfahrung gewesen, dass es natürlich kein Film ist, wo man danach einfach locker und flockig weitermacht. Nichtsdestotrotz, da das unsere Berlin-Premiere ist und in dieser Konstellation wir den Film noch nie gesehen haben, möchte ich euch zwei ganz großartige Kollegen vorstellen, die diesem Film die Energie gegeben haben, die er brauchte. Und unter anderem ist das mit einer unfassbar tollen Klo-Schlussszene Janusz Kozaj, einer der richtigen. Wir treffen uns ja, wie gesagt, jetzt gleich bei Berliner Klamotten in den Hackischen Höfen 3.